Hallo Jungs, hier ist der Max und das ist das vierte Video zu den Wager-Matches und wahrscheinlich auch erstmal das letzte. Es gibt noch so viele andere Spielmodi zu entdecken, da wird in nächster Zeit erstmal ein bisschen was anderes kommen. Wobei ich sagen muss, mir machen diese Modi bisher mit Abstand am meisten Spaß. Macht mir mehr Spaß als Free-for-All und Team Deathmatch. Free-for-All an sich ist mir irgendwie ein bisschen komisch geworden. Aber da werde ich in einem passenden Video drüber reden. Am Anfang wollte ich nochmal kurz was zum Aufnehmen erzählen, weil mich ein paar gefragt haben, mit was ich aufnehme und wie ich die Videos mache und sowieso. Ich nehme auf mit einer Blackmagic Intensity Pro. Das ist eine Capture Card für einen PC, kommt ein PCIe Express Slot, hat einen HDMI-Eingang, da kommt dann die Xbox rein, hat einen HDMI-Ausgang, da kann man den Monitor dran anschließen oder er macht das so wie ich. Ihr kauft euch einen HDMI-Splitter, weil ich habe immer so ein bisschen Panik hier, Input-Lag, sonst was. Teilweise, das habe ich in früheren Videos schon erzählt, mit Hardware und sonst was. Lassen wir es weg. Zum Aufnehmen gibt es da noch zu sagen. Ich nehme auf in 720p. Die Karte macht 180i. Sehen die Aufnahmen aber nicht so gut aus und es ist bei Xbox-Spielen egal. In was läuft COD? In 1200x600, 1024x600 oder irgendwie sowas. Das ist so gering, das ist sinnlos. Das muss man nicht auf HD spielen. Also ich spüre durch dieses Aufnehmen keinerlei Input-Lag. Ich meine, da ist ein Splitter da vorne, HDMI-Splitter, da kann kein Input-Lag entstehen. Sofern der Monitor das halbwegs verarbeitet oder meine macht das. Und mit Sony Vegas Pro habe ich mir eine Testversion geladen. Schneide ich die Videos und macht einen Audiokommentar und so Zeugs dazu und encode sie damit auch. Ich habe am Anfang encoded mit Sony AVC. Das ist ein MP4 H264 Codec, der, ich weiß nicht, irgendwie, der hat relativ schnell encoded, also relativ, das dauert immer noch recht lange. Allerdings sind die Videos mit WMV kleiner und sehen auch nicht mal so viel schlechter aus. Dafür encoden sie länger. Ja, aber jetzt erstmal hier, was es hier zu sehen gibt. Das ist Sticks and Stones. Also sprich Knüppel und Steine. Man macht Punkte, indem man Leute killt. Das war jetzt natürlich was ganz Neues. Wenn man einen, wie hier eben gesehen, mit diesem Beil abwirft, verliert er alle Punkte. Und Messern ist ja an der Tagesordnung, da man nur eine Armbrust hat. Mit drei Pfeilen drin, also vier. Mit, also drei Reservepfeile und eine aufgelegt. Man hat nur vier Schuss, die Armbrust lädt extrem lahm nach und nachdem man geschossen hat, kann man nicht sofort messern. Das heißt, man rennt teilweise je nach Situation besser gleich mit dem Ballistic Knife rum, da kann man dann nämlich nach dem Schießen gleich wieder messern. Man lernt definitiv mal ein bisschen, wie man diese Dinger benutzen muss. Also sprich Armbrust, Ballistic Knife, das Beil und halt, ja, normale Melee-Attacke, Nahkampfattacke, Melee-Attacke, ja, also normale Nahkampfattacke. Zu diesem Spielmodus an sich sei mal gesagt, mein Eindruck ist, das ist relativ hektisch und es muss nicht unbedingt der am besten spielt, beziehungsweise der am meisten Kills hat, gewinnen. Es ist auch echt, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Regeln alle hundertprozentig jetzt schon so weit kapiert habe. Jetzt haben wir einander vorbeigebeilt. Allerdings, wie gesagt, das ist das zweite oder dritte Mal, dass ich das Spiel. Ich kann mich noch ans erste Mal erinnern, da hatte ich 26 Kills oder was total, aber war trotzdem letzter, weil sie mich laufen mit dem Beil erschlagen haben. Also so kann es gehen. Hier gewinnt wahrscheinlich eher der, ich sag's mal, die beste Taktik hat. Ob man das jetzt Taktik nennen will oder nicht. Ballistic Knife und Armbrust finde ich gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich gut gemacht. Ist relativ anspruchsvoll zu treffen damit. Es hat immer so ein bisschen Zufallsfaktor dabei. Also das besteht meiner Meinung nach kein Grund, irgendwie sich Sorgen zu machen, dass das irgendwie die neuen Noob-Klassen werden. Schneller Ballistic Knife oder sowas. Also kein MLC legit und sonstiges Zeugs. Wer englische Kommentatoren hört, der weiß, was ich damit meine. Das ist halt gut balanced bisher. Ich muss sagen, ich habe noch relativ wenig Domination, Team Deathmatch und sowas gespielt. Ich habe ein Team Deathmatch schon morgen gespielt, das uploade ich gerade. Das, das ging schon an mir, macht das hier irgendwie deutlich mehr Spaß. Der
das Spiel ist, lass mir mal auf die Uhr gucken. Ja, das Spiel ist auch gleich vorbei. Was gibt's groß zu dem Spielmodus noch zu sagen? Ich werde am Ende gewinnen. Ja, ist aber auch eher ein bisschen Glück. Allerdings Maps relativ klein, wie bei den anderen Wager Modes auch. Finde ich, wie gesagt, gut. Und die bieten nicht ganz so viele Möglichkeiten zu campen. Natürlich, wer es drauf anlegt zu campen, kann immer campen, habe ich ja schon gesagt. Allerdings ist es hier relativ schwierig. Es hat irgendeiner die Rakete gezündet, was auch immer das macht. Ich weiß es nicht, habe nicht durchschaut. Und das Blazing Knife macht echt Spaß. Das hat so ein bisschen Flugphysik, wie die Armbrust. Und das finde ich echt gut. Ja. Gewonnen. Sonst war es sagenhafte 30 Cod Points gekriegt. Ich habe auf dem kleinsten Einsatzmodus gespielt. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.